Hallo Freunde der guten und vor allem Sim-artigen Unterhaltung, willkommen zurück zu Let's Play G-Sims 3 im letzten Part. Haben wir Kevin zur Arbeit geschickt, natürlich völlig unvorbereitet mit Harndrang und Hygiene. Er kann vielleicht mal unterm Schreibtisch schlafen. Ja, also unterm Schreibtisch schlafen kann er gerne mal tun. Er hat auch ein bisschen Energie verloren, das wollen wir natürlich nicht. Nee, Moment, dann schläft er heute Nacht wieder ein bisschen schlechter. Ja, dann plaudert er mal unter Wasserspender. Ist auch supi. So, Malte, was machst du denn, Alter? Na, was hast du denn hier? Lebenswunsch von Malte, professioneller Autor. Dazu bräuchten wir allerdings erstmal das Geld, was zu schreiben. Mach das mal sauber. Dann... Ach Mensch, Malte, was kannst du denn mal machen? Du bist doch so eine Kackbratze, echt. Na komm, mal hoch. So. Was kannst du denn mal machen hier? Was bietet denn die Stadt für dich, du alte... Ach, Papyrusbibliothek. Dann besuch mal die Papyrusbibliothek, das machst du ja so gern. Na komm, los hier geht's. Mit dem Taxi, genau, wir haben's ja. Alles super. So, und unser Haus finde ich aber allerdings immer noch extrem geil, so vom Ambiente her. Das passt extrem gut zu den beiden, muss ich wirklich sagen. Na Malte, was geht ab? Bist du da? Ja, schön. Dann besuch mal die Bibliothek. Vielleicht findest du ja was Schönes so zum Mitnehmen. Oder wir gehen gleich nochmal hier irgendwie betteln. Na, was kann man denn da mal machen? Ach, warte, da kann man reingucken. Das ist neu. So, hier zack ich. Runter und runter. Ach ja, das muss jetzt natürlich erstmal... Oh, du kannst hier schreiben! Moment, schreiben! Schreiben üben! Nee, Moment, nicht schreiben üben, sondern du beginnst hier schreiben... Beginn ein Sachbuch. Ach, könnt das jetzt mal bitte langsam laden? Dankeschön. Das wurde aber auch Zeit. Mensch, der Malte kann hier ein Buch schreiben. Das wusste ich ja gar nicht. An dem alten Rechner hier. Klasse! Wie soll das neue Buch heißen? Das neue Sachbuch. Fressen oder... gefressen werden. Fressen oder gefressen werden, das Waffelbuch. Das ist doch ein schöner Titel für das neue Sachbuch. Fressen oder gefressen werden, das Waffelbuch. So, Malte, hier kannst du den ja mal ganz kräftig reinklotzen mit deinem Sachbuch. Springen wir mal ein bisschen vor. Ja, nein, an das Handy geht er jetzt nicht ran. Der schreibt jetzt erstmal sein Sachbuch zu Ende. Mal gucken, ob es was wird. Vielleicht wird es ja auch ein Flop. Wer weiß. So, Kevin. Du arbeitest bis wann? Du arbeitest bis wann? Bis 14 Uhr. Du plaudest allerdings nur am Wasserspender. Ja, dann mach mal normaler Betrieb. Malte hat beim Verlag ein paar Kapitel von Fressen oder Gefressen werden das Waffelbuch eingereicht und 8 Simoleons erhalten, Malte! Unglaublich! Du machst dich! Unglaublich, echt. Hat er ja auch gleich fertig. Das geht ja überraschend schnell. Ist ja auch nur ein Sachbuch. Hat nicht so viele Seiten. Okay, Kevin hat heute was verdient. Das ist sehr schön. Kevin geht jetzt auch nach Hause. So. So, Kevin hat 200 Simoleons verdient. Meine Güte, ist das viel. Mensch, 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 Kevin. Du, wenn du so weitermachst, dann, ne? Aber, hallo. So, dann säuber mal die Dusche und dann duschst du. Was könntest du denn mal machen? Mit Nancy abhängen. Der guten Nancy. Ja, dann hängen wir mit Nancy ab. Dann rufst du mal ein Zimmer an, einladen nach. So. Dann kannst du auch mal mit der guten Nancy abhängen. Vielleicht finden wir dir eine kleine Freundin, Kevin. Hey, wie wäre das? Eine kleine Freundin für dich? So. Was haben wir denn hier? Fähigkeit schreiben lernen. Boah, können wir machen. So. Wie weit bist du? Na, das wird doch schon was. Karriere, Fähigkeiten. Na, kannst du noch nicht, aber du kannst den gleich schreiben. Pass auf, dein erstes Buch wird voll der Hit. Ein Kochbuch, da müsstest du ja eigentlich Ahnung von haben, ne? So. Das ist immer diese Draufsicht, ist ja immer so ätzend, ne? Okay, Kevin duscht. Ah, heiße Sim-Pornos hier. Oh, komm mal rein. Oh yeah. Oh yeah. Pixel. Geil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 1, 2, 3, 4. Das ist ja fast die Auflösung von der Xbox. Entschuldigung.
Ja. Wenn Kevin dann fertig ist, dann bin ich mal gespannt hier, wie das läuft mit Nancy. So. Nancy, ziehen wir gleich erstmal den Wunsch da rein. Mit Nancy abhängen. Das wird bestimmt klasse. So, Kevin, nee, Malte. Malte hat dann auch bald sein erstes Buch beendet. Wir verdienen uns dann hier ein bisschen Geld. Das finde ich sehr schön. So. Nancy. Nancy Landgrab. Ruf sie mal an. Ziel wählen. Ach fuck, ich wollte sie nach Hause einladen. Zurück. Zurück! Nein, 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 nein. So. Ich wollte sie ja nach Hause einladen. Ich wollte sie ja zu mir einladen. Vielleicht gibt es ja ein heißes Techtelmechtel. Sim anrufen. Nach Hause einladen. So. Spiel das jetzt mal nicht ab. Leck das jetzt mal nicht ab. Boah, ist das. Wenn ich mir das vorstelle, ey. Abspülen gleich ablecken. Also nicht irgendwie durch den Geschirrspüler jagen, sondern einfach mal ablecken und wieder zurückstellen. Ich glaube, das machen die da so. So, Nancy. Alles klar. Malte ist nicht da. Der alte hier, ne? Und so. Oh, du kannst gleich mal die Rechnung bezahlen, sonst kommt nämlich der Gerichtsvollzieher und macht uns platt. Das kann ich nämlich nicht dulden. So, 120, da geht auch schon sein Tagewerk wieder direkt flöten. Da unterschreibt er jetzt mal mit dem roten Stift. Jawohl. Sein Kürzel, irgendwie seine drei Kreuze oder so. Ist ja nicht einfach mit dem Lesen und Schreiben. Gerade nicht für Kevins. Ja, für Kevins. So. Kevin Lenzi ist gleich da. Oh, da ist sie auch schon. Denn, begrüß sie mal freundlich. Eigentlich wollte ich sie gern charmant begrüßen. Begrüßen. Kann ich sie noch nicht charmant begrüßen? Begrüßen. Was ist das denn hier bitte? Zu gehen, herbeirufen. Begrüßen. Hör mal jetzt auf, die Konsole dazu benutzen. Ey, das ist ja gar nicht witzig. Wenn ich mir vorstelle, jemand kommt vorbei und ich zock erstmal ein bisschen. Ja, sie hat erstmal Musik angemacht, warum auch nicht? Hört sich aber an wie ein Kinderlied. Weg damit. So. Hallo. Bitte? Grauenhaft langweilig ereignislos. Das sind nur drei der Aktivitäten, die auf den letzten gemeinsamen Ausflug zutreffen. Ist sie jetzt schon weg? Was? Gott, Kevin, bist du scheiße mit den Frauen, ey. Gott, das kann doch nicht wahr. Ist sie. Wo ist sie? Ist doch unglaublich, ey. Na gut. Malte, wie ist das halt? Wie alt ist dein Buch? Erzähl mal. Langsam fertig? Jo, das kommt langsam hin. So, du kannst dann gleich, nachdem du dein Buch fertig hast, ist deine Belohnung dann einfach mal auf Toilette zu gehen. Gott, Kevin, du hast sie nur begrüßt. Wie kann man denn? Ich frag mich gerade, wie ich jemanden begrüßen müsste, damit sie einfach weggeht. Ach du Scheiße, Kevin. Was war das denn? Alter, bist du Kacke, Alter. Echt? Erst fackelst du die Küche ab, dann bringst du nichts im Job und jetzt vergraulst du erstmal. Nee. Komm, das war ein Tag. Nee, du beende den Tag, geh schlafen. Echt, das geht ja gar nicht. Malte, wie sieht das aus? Muss pieseln. Dein Sim muss mal. Und zwar dringend. Jo. Das ist wohl wahr. Ich muss auch mal pieseln, du. Ah, Malte, dann machen wir fertig hier. Komm. Ah, Mensch, das dauert auch viel zu lang. So, er hat jetzt die Fähigkeit Schreiben direkt erlernt. Ein Science-Fiction-Roman schreiben kann er ja gleich. Ein Buchstaben hat er ja schon. So, das ist viel näher dran. Geht jetzt erstmal pinkeln und dann schreiben. Weiterschreiben. So. Dann schreibt er das mal weiter, nachdem er gepieselt hat. So, und ach, hier kann man ja wahrscheinlich auch ganz tolle Sachen lesen. Ach, hoffentlich wird Maltes Buch ja auch irgendwann vertreten sein. Das wäre schön. Komm, das kloppen wir jetzt einfach nochmal durch. Ich will jetzt eigentlich, dass das fertig wird. So, schreibt mal zu Ende hier. Tommy, Zacki. 10 Minuten für ein Buch ist eigentlich ziemlich badass, muss ich ehrlich sagen. Also, Malte haut da schon richtig einen raus. Spricht vielleicht auch nicht viel für die Qualität des Buches, aber das wollen wir mal sehen. Aha. So. So, nach 85 Seiten ist Malte glücklich, dass Fressen oder Gefressen werden das Waffelbuch abgeschlossen ist. Es handelt sich um ein wirklich einzigartiges Sachbuch, das auch Fachleuten gefallen wird.
Mensch, Malte! Unglaublich. Du hast echt mal was hingekriegt. So, dann gehen wir jetzt mal nach Hause. Und du isst dann noch einen Snack. Lecker Müsli. Und dann würde ich sagen, schaust du noch ein bisschen fern. Ja, hau mal rein. Das kann er denn machen mit der ollen Karre, die er da halt hat. Oh, ist ja alles voll güffelig hier. Es fängt jetzt an zu stinken. Kennt man ja von unserer Chaos-WG. Aber jetzt schon ein Buch fertig zu haben, da ist er seinem Ziel, ein gefeierter Autor zu werden, ja, schon etwas näher gekommen. Gut, aber ich denke mal, das war's auch für diesen Part von Let's Play The Sims 3. Wir haben viel gemacht, wir haben ein ganzes Buch geschrieben und wir werden auch viele, viele weitere Bücher schreiben. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Sims 3. Ciao, Leute!